see the forest burn down right here before your eyes. And I don't know what it is you are afraid of, but you've had a long road, so there's only one way to save us.
Ja, hallo, hallo. Herzlich willkommen im Stream. Ja, jetzt sind wir hier. Hallo, hallo. So schaut's aus. Ja, cool. Was machst du heute? Ich werde DS vier spielen. Es ist nämlich ein Online-Competition, die die ganze Woche geht. Und ich hoffe, das stört nicht zu viel, der Hintergrund zu welchem Chat nachher abschalten. Ich hoffe, das stört echt nicht zu so viel. Ist es nicht ein bisschen groß? Okay, danke. Schau, hier ist Skisprung wieder. Vielen Dank. Ja, das freut mich, freut mich. Schauen ja ziemlich viele Leute DSJ immer wieder mal. Und ja, deswegen. Und jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, das zu streamen hier. Unter der Woche. So, ich werde jetzt mal gucken. Kurz nochmal den Chat kleiner machen, vielleicht. Ein bisschen. Ich muss zwar noch lesen können, aber dass es nicht so stört, wenn ich springe. Dass es nicht zu viel wegnimmt. Ich glaube, so sollte es gehen. So, wir werden heute natürlich DSJ4, Tour der DSJ4 um 20 Uhr starten. Aber die nächste halbe Stunde werde ich erstmal, einmal das so eine allgemeine Frage. Passt alles? Passt die Lautstärke? Wer ist dein Lieblingsskispringer im Moment? Ist es, also quasi für Österreich, weil ich ja Österreicher bin, ist es eigentlich Stefan Kraft. Und insgesamt ist es aber Noriaki Kasai, weil ich habe so viel Respekt für den Mann. Und es ist unglaublich, was der alles geleistet hat die letzten Jahre. Dieses Jahr ist er halt nicht mehr so gut, aber schaut auf sein Alter. Es ist Wahnsinn, was der macht. Wahnsinn. Ja, wir werden mal in die Aufwärmphase gehen vom ganzen Springen hier. Und ja, wie gesagt, wer mitspringen will, ist sowieso ein öffentliches Turnier. Also, hey ho. Jeder, der DSJ 4 online hat, ist ja herzlich eingeladen. Mal schauen, was wir heute schaffen. Vor 2 Jahren habe ich einmal gewonnen bei Einspringen gewonnen bei der ganzen Tour. Aber ich habe nie mehr als 2 Tage gespielt bei der Tour. Also, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich alle 6 Tage zusammenbekomme. Aber vielleicht 5. Mal schauen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich am Mittwoch kann. Also mal schauen. Ich hoffe, es leckt alles, es passt alles, läuft alles flüssig hoffentlich, wenn ich aufnehme, weil ich probiere. Wie gesagt, das ist noch immer mein Streaming-Setup, ist jetzt noch nicht ganz perfekt, würde ich behaupten. Die ganzen Einstellungen. Also mal gucken, wie es so läuft. Und ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Mein Lieblingsspringer ist Ammann. Ja, der ist auch cool. Hab mich aber meistens immer geärgert, wenn er gewonnen hat, weil er immer quasi gegen irgendeinen Österreicher angetreten ist, wo er dann natürlich Ammann gewonnen hat. Aber er ist einer der besten aller Zeiten, ja, das kann man schon sagen. So, boah, 234, ja, da springt schon wieder sowas von ordentlich. So, 7 Zuschauer, krass. Nice. Hätte ich mir nicht gedacht, dass einfach so bei einem spontanen Livestream dann doch ein paar Leute herkommen. Finde ich aber cool von euch, dass ihr euch die Zeit nehmt und da reinguckt jetzt. Natürlich wird der Stream auch online bleiben danach. Ich bin irgendwie ein bisschen frisselig bei der Cam noch, ne? Das könnte ich eigentlich ändern. Bin eh nur gerade im Dingens. Ich ändere das ganz schnell. Videoaufnahmegerät-Filter natürlich haben wir hier, ne? So. Okay, schließen. Bums. So. Jetzt bin ich zu grün. Mann, muss ich gleich nochmal ändern. Wie auch immer. Ich springe mich ein bisschen ein erstmal. Und dann sollte alles ganz okay laufen danach. Hier geht's wieder. Im Hauptmenü bin ich etwas grün immer. Komisch. Naja. Ich bin auch Österreich. Ich fahre Stoch. Stoch ist auch cool, ja. Auf jeden Fall. Oh nice. Ich schon lange. Bin auch auf dem Discord. Ja, das habe ich gesehen, dass du am Discord bist. Ich habe auch gesehen, dass du selber streamst, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Habe ich mal kurz reingeguckt, aber ich konnte an dem Tag nicht. Und dann habe ich irgendwie vergessen, nochmal reinzuschauen. Irgendwie. Warum auch immer. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich beschäftigt war in der Zwischenzeit. So. Ja, das war Waldifema, ja. Typisch. Gut, dass wir noch im Einspringen sind, weil es wird sicher eine längere Zeit dauern, eventuell, bis wir erstmal
hier so ein bisschen einen Flow reinbekommen vom Springen her. Ja, ich feiere am meisten Schlierenzer, ja. Der ist auch genial. Mal wieder Lust auf eine Runde CSGO. Ja, können wir wieder mal machen. Aber wie gesagt, im Moment arbeite ich von Montag bis Donnerstag. Also am Freitag ging es eher am besten. Weil Montag bis Donnerstag arbeite ich im Moment von 6:45 bis 17 Uhr. Und ja, boah. Das ist schon wieder eine lange Nachricht hier im Online-Chat. Komm, beschrecke ich mich auch. What the fuck? Okay, das war ein Scheißsprung. Aber wie gesagt, das wird alles ein bisschen ruhiger werden, hoffen. Naja, das wird da nicht ruhiger werden, das wird eskalieren nachher im Online-Chat, sind wir uns ganz ehrlich. Wird die ganze Zeit durchlaufen, aber irgendwie stört mich der Chat. Ich weiß nicht, wie ich den ausstelle. Ich vergesse das jedes Jahr. Ich vergesse das irgendwie jedes Jahr. Falls es irgendwer weiß, wie man den Online-Chat ausstellt, könnt ihr es mir gerne sagen. Oha, viele Polen, ja, das Spiel besteht zu 95% aus Polen, ja. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen und deswegen wundert es mich auch, dass es eigentlich ich über 100 Aufrufe bekomme bei dem Spiel, weil es spielen vielleicht 5, 6 Leute, die Deutsch, die Österreicher sind und vielleicht 10 Deutsche oder so, gefühlt. Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass viele Polen, die Deutsch sprechen, auch gucken. Bin mir nicht sicher. Kann natürlich auch sein. Also was arbeitest du? Ich bin im Moment in der Ausbildung zum Elektriker quasi, weil das ist mehr oder weniger mein Karriereweg B, da der erste nicht funktioniert hat. Und ja, am Freitag habe ich auch Zeit. Wie viel Uhr? Ja, eigentlich egal, wenn ich nicht Skifahren gehe, was natürlich auch sein kann, dann bin ich den ganzen Tag online und schreibe mich einfach in Steam an. Auch jeder, der quasi meiner Steam-Gruppe beitreten will, ist in der Beschreibung. Natürlich, da gibt es auch eine Steam-Gruppe. Das habe ich noch nie so öffentlich gesagt. Natürlich auch Discord ist in der Beschreibung und die ganzen anderen Social-Media-Dingsbums-Dingens, Twitter und Twitch natürlich. Twitch ist jetzt nicht mehr so irgendwie ganz in Nutzung seit 1,5 Jahren. Aber ja. Es sind alles meine Accounts. Spaß. Nice. Das wäre natürlich witzig. Oder? So. Was ist um 8 Uhr? Um 8 Uhr fängt der Cup an, quasi. Ich springe jetzt ein bisschen online, mich aufzuwärmen und dann geht es um die Wurst, quasi. Der ist einmal im Jahr. Da kommen die meisten Leute. Und heute sind die Normalschanzen dran. Also alles von Bischofshofen HS 78 bis Waldifieme HS 106. Und das viermal, glaube ich, jede Schanze. Ich rechne mir heute Chancen auf Punkte. Aber um den Sieg werde ich heute definitiv nicht mitspringen können. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Weil es wird vor allen Dingen so schwer werden, wenn die ganze polnische Armada wieder aufläuft mit den Topspringern. Ja, das wird lustig. Schauen wir mal, wie das dann so abgeht nachher. Was bekommt der Gewinner? Der Gewinner bekommt ein jährliches Abo und, glaube ich, DSJ4 Merch. Und ja, sonst ist eigentlich nur Spaß, weil halt die meisten Leute dabei sind im Jahr. Sagen wir mal so. Die Polen sind in dem Game zu stark. Ja, die muss man echt nerven. Das stimmt, das stimmt. Nachher, wenn ich dann wieder ruhig werde beim Springen, dann wird man dann meine ganzen Spring-Faces sehen. Und man merkt jetzt schon, ich lehne den Kopf immer zur Seite. Ja, das passiert halt so, ne? Das passiert halt so, wenn man sich konzentriert. Ja, die Polen sind eine coole. Aber die sind halt immer da und da wäre es halt cool, wenn mehr Nationen vertreten wären online. Sagen wir mal so. Das finde ich halt zumindest. Ja, ich bin gerade echt wieder unter RSO im Moment. Uiuiui. Schauen wir mal, was hier heute so abgeht. Predict, dass heute der erste Tag ist. Heute ist der erste Tag, das heißt, da werden nicht so viele Leute kommen, denke ich mal, weil das sind, wie gesagt, die kleineren Schanzen. Beim Freitag, und es ist Montag, also am Freitag wird es wahrscheinlich am meisten abgehen. Besser als Russen, die cheaten. Ja, in dem Spiel ist Cheaten fast nicht möglich, weil jeder Sprung wird irgendwie gecheckt.
zumindest Rekorde. Ich weiß nicht, ob manche vielleicht doch irgendwie einen Sprung ercheaten können. Einen Einzelnen, der nicht so weit ist, dass er nicht aufhört, aber ich weiß es nicht. Ob das dann der Fall ist oder nicht. Ist halt schwierig. Ich wüsste halt selber nicht, wie ich es machen würde. Sagen wir mal so. Ja, und mit Steinar Hansen, den wir hier sehen aus Norwegen, da hatte ich die letzten Tage online ein paar Mal so ein nettes Duell. Also ich bin neugierig, wo der sich heute vor mir platzieren wird oder wo ich mich vor ihm platzieren werde. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn wir auf den gucken hier. Unser direktes Duell, das wird ziemlich interessant werden, weil wir sind meistens ziemlich ähnlich, was die Sprungleistung betrifft. Er ist meistens ein Ticken besser, aber wir sind meistens immer ähnlich in der Tabelle. Quasi. In der Rangliste, wie auch immer. So, ja. Das ist schon ein kleiner Vorgeschmack, dass ich heute sicher ausscheiden werde, ein paar Mal. Ich hoffe, ich mache heute Punkte. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen. Es wäre schön auf jeden Fall. Schauen wir mal. Es kommen ein paar Deutsche jetzt auch schon online, immerhin. Was haben wir? 41, 20 Minuten noch. Dann geht der Hauptbewerb los, das wird interessant werden. Aber ich finde gut, dass hier schon gerade ganz viele Kleine kommen. Und man merkt, wie schlecht ich bin. Founding Park City. Das wird, ja. Ja, das wird. Wie lange streamst du insgesamt, bis das Turnier vorbei ist? Das sind 24 Schanzen. Ich denke mal, das wird eine Stunde von jetzt ungefähr noch sein. Dreiviertelstunde. Ungefähr, vielleicht, wenn es danach vorbei ist, dass ich noch ein bisschen online bleibe, je nachdem, wie viele Leute da sind, wie viele das noch interessiert. Allzu lange nicht, weil ich muss morgen halt wieder aufstehen in der Früh. Und ich muss noch ein paar Sachen so machen, eventuell. Schauen wir mal. Alles, was ich hier im Park City mache, ist definitiv zu früh. Oh, das wird heute... Schauen wir mal. Im Moment ist es echt schwach. Schlechteste Leistung in ein paar Tagen hier. Is it somehow more difficult to jump far in Tour? Ist auch eine geile Frage, die hier unten ist im Chat. Quasi in-game-Chat. Sobald Aufwind ist und eine Schanze größer ist als klein, bin ich eigentlich eh gut dabei. Aber... Oder halt eine Normalschanze, aber... Weltrekord für die Woche, krass. Marius Sobon, nicht schlecht. So. Hier ist es ja kein Ding, aber heute wird wahrscheinlich mein schwächster Tag sein. Der war auch schon mal gut. Immerhin persönlicher Rekord im Online-Modus. So. Ja, 5/4. Also sobald Aufwind ist, ich kann mithalten. Das ist wichtig. So, komm schon. Spring und Sieg, so. Ich finde es voll schade, dass du nur 900 Abo hast und du verdienst schon so 300k. Pff. Wenn ich 300k hätte, was würde ich da machen eigentlich? Ich wäre wahrscheinlich schon selbstständig dann, ja. Und würde wahrscheinlich täglich streamen. Hey Gaming Freak, hallo, wie geht's? Schon lange nicht mehr gelesen. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du mir mehr Abonnenten wünschst. Nikos, sorry. Bin schon wieder falsch am Lesen. Okay, Lillehammer immerhin. Das ist halt meine Hoffnung. So ein bisschen. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 24. So. Alles klar. 95 Meter. Ja. Wenn, dann muss ich es halt den Lillehammer reißen. Ganz ehrlich. Ja, schon trotzdem deine DSJ4 willst, nur ich vermisse das Zuschauerspringen. Oh! Stimmt, da war ja was. Ja, schauen wir mal. Heute habe ich ja 7 Abonnenten oder 6-7 Abonnenten dazu bekommen, was ziemlich weird ist. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, vor vier, fünf Jahren oder so, dass ich mal 5, 6 Abonnenten an einem Tag dazu bekommen habe. Also schauen wir mal, wie sich das dann im Moment ergibt. Im Moment ist es ja komisch irgendwie. Seit ich die 900 erreicht habe, ist es dann wieder auf einmal ein paar mehr wieder.
Schauen wir mal, wann wir die 1000 erreichen. Da bin ich neugierig, ob wir die noch vor 2020 erreichen. Oder überhaupt 2020, darf man ja nicht sagen. Alex, ja. Genau, das ist mein Name. So. Das wird fein. Ja, schade, dass auch Sapporo nicht dabei ist heute. Hätte ich echt gern gehabt. Alex! Was denn? So. Schauen wir mal. Ja, der Sprung war ja nicht so gut. Welchen Preis gibt es zu gewinnen, wenn du das Zuschauerspringen machst? Ja, wahrscheinlich wieder DSJ4, weil, wie gesagt, es wird nicht zu allzu groß sein, weil ich muss das ja dann quasi aus eigener Tasche zahlen. Also, und da ich quasi immer so ein bisschen... Der Schatzrekord von Stoch in Sapporo war mega krass. Oh ja, der war wahnsinnig. Als wäre der in DSJ4 gesprungen. Ha? Das war richtig krass. Das war richtig krass, ja. 46 haben wir, okay. Fast zur WM in Seefeld. Nein, wahrscheinlich nicht. Geht sich nicht aus von der Zeit her. Aber ich werde es natürlich versuchen, im Fernsehen live zu verfolgen. Und ich glaube, es kommen mega viele Leute nach Seefeld, glaube ich. Und das ist auch von mir jetzt persönlich ein bisschen weiter weg. Ich glaube, schon 6-7 Stunden oder so von mir. Ruder geht gut. Nice. 147. Sehr schön. Das ist ein neues PB für mich. Ich möchte auf jeden Fall einen Landesrekord schlagen. Das wäre nice. I need the game again. Hast du einen Key verloren? Ich würde Jussi anschreiben. Oder hast du damals gewonnen überhaupt? Ich weiß es nicht. Sorry. Es ist schon so lange her, ich weiß es echt nicht mehr. Entschuldige mich dafür auf jeden Fall mal. Ja, keines außerhalb von Europa, ja, stimmt auch, aber es gibt hier und da mal einen Japaner, der kommt. Den gibt's hier und da. Der hier beitritt. Und auch Amerikaner, aber das war ja früher. Zu Beginn eher. Ah ja, stimmt, Zug für ein Fulda, genau. Ja, wenn du den Key brauchst, du musst einfach nur eine E-Mail quasi an den Entwickler schreiben. Der schickt dir den Key nochmal, wenn du sagst, unter welchen Namen und welcher E-Mail, wenn du das noch weißt. Obwohl, ich habe das ja bekommen. Ah, die E-Mail von mir müsstest du suchen, sonst doof. Ja, das Board, hey, hallo. Ja, also manche Sprünge sind okay, aber manche Sprünge sind echt unterste Niveau gerade. Ich weiß nicht. Gemischte Gefühle gerade für den Bewerb heute. Jetzt bin ich ja noch dabei, aber ich denke, es kommen mindestens noch die doppelte Anzahl an Leute. Wenn wirklich nicht so viele kommen, wenn es wirklich nur 40 Leute oder so schaffen. Ich denke eigentlich an 60, 70. Das erste Jahr war krass, da war der Raum komplett gefüllt mit 200. Das weiß ich noch, konnte ich nicht mal mehr joinen zwischendurch. Ja gut, mach erstmal doch mal das Springen. ja, mach ich. So, glaubst du, das ist das beliebteste Spiel in Polen? Nee, es muss CS sein, noch immer. Aber ich weiß nur, dass das halt Polen ziemlich viele spielen. Weil die generell verrückt nach Sportspielen sind. So. Genau. Was Board of High Rating? What? Bartek. Oh. Warum hat der so ein... Der war normalerweise Top-Spieler. Der hier. Hat jetzt aber nur mein 900er Rating. Wie lange streamst du? Wahrscheinlich bis
am Ende des Bewerbs vielleicht ein bisschen länger. Wer glaubt, gewinnt die WM in Seefeld? Also Kobayashi tippe ich mal auf beide Bewerbe am Podium. Definitiv, wenn nicht, dass er beide sogar gewinnt. Ein Podium für Österreich, zwei für Polen, zwei für Deutschland und dann eine Überraschungspodium. Vielleicht einen noch für Norwegen. Keine Ahnung. Gute Frage. Der Wind hier ist schon eigentlich aufgebraucht für den Bewerb her. WR30, krass. Monatsweltrekord. Ja, Alex, danach sofort Zuschauer springen, zumindest das Quali dafür. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, das mache ich normalerweise nur so als besonderes Event. Vielleicht sogar Eisenbichler, ja, das könnte sein. Besonderes Event, das Zuschauer springen. Das wird eher so dann der Fall sein, wenn ich 1000 Abonnenten habe. Ich wollte es eigentlich für 900, aber ja. Stream mal CS eher nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Spiel. Eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Ich spiele zwar meistens das dann noch mit dir, aber das war's dann eigentlich. Mit CS. So, da ist einer von 15 auf 4. Ich bin die Ja, das ist schon wieder so typisch für mich. Ich bin Siebter, habe aber noch kein Podium. Natürlich. Warum auch nicht? Ja, du wolltest doch erst damals bei den 500 machen, jetzt bist du bei 900. Hä? Das war für... War das für 500? Ich hab's doch gemacht. Was bedeutet LR? Landesrekord. Landesrekord. Also quasi der österreichische Rekord ist das. Für mich, weil... Ich springe ja für Österreich quasi. Oder in der österreichischen Region, wie auch immer. Die meisten Spielrekorde sind ja verdammt alt mittlerweile. So, Rang 2. Ja, krass. Zuschauerspringen. Ich könnte einen Zuschauer springen ohne irgendwelche Voraussetzungen sein, infolge von Bedingungen, was zu gewinnen gibt. Vielleicht doch nur für den Gewinner dann. Vielleicht einfach nur wirklich so, ja, Leute, meldet euch an, könntet ja mitspringen und dann werde ich das simulieren und kommentieren, ja. Können wir auch machen. Schauen wir mal. Es wäre vielleicht eher so ein Event für einen Livestream, das wäre vielleicht auch cool. Dass man quasi so im Livestream das dann macht. Eventuell, da das jetzt ja auf YouTube funktioniert. Ich habe mich da nur immer ein bisschen gescheut, auf YouTube zu streamen. Aber ja, jetzt mache ich es ja und funktioniert. Malek, hallo. Mach doch, der Gewinner bekommt einen extra Rang auf dem Server. Auf dem Discord-Server vielleicht, ja. Könnte man machen. Aber bisher sind ja nicht so viele Leute auf Discord. Wie gesagt, Discord-Link in der Beschreibung. Da könnt ihr dann auch mit mir schreiben, wenn ihr direkte Fragen habt. Ich bin dann meistens, wenn ich den PC anhab, gleichzeitig auch in Discord, weil das startet eigentlich, ist so ein Startprogramm von mir. Also, hey ho. Schauen wir mal. So, noch 6 Minuten, bis das Event startet. Ja, Discord, ja. Ja, eigentlich Silvestruk-Chuk oder wie der heißt, keine Ahnung. Muss ich mal nochmal schauen. Silvestruk-Chuk, ja, so irgendwie. Und Winterjack, wie auch immer, wie man das ausspricht, sorry. Die sind immer meine Favoriten für den Gesamttitel nachher. Also schauen wir mal. Wenn man die schlägt, dann kann man sich schon auf die Schulter klopfen. Bist du Fußballfan? Ja, bin ich tatsächlich. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Malek, finde, du bist der beste DSJ4-YouTuber. Ja, danke schön. Ich glaube, ich bin auch ziemlich einer der wenigen und ich. Oh, mein Wecker geht gerade fürs Turnier. Okay. Ja, cool. Dankeschön. Und Fußballfan, ja, bin ich. Tatsächlich von einem österreichischen Zweitligisten.
Und sonst habe ich in vielen anderen Ländern auch noch einen Lieblingsverein, aber wirklich im Fanclub bin ich bei einem Verein, nämlich beim Kapfenberger Sportverein. Da bin ich im Fanclub dabei. Aber wir bekommen meistens nie mehr als wie 800 Zuseher oder so im Moment. So. Ja, immerhin ein bisschen verbessert. Ja, ich werde mal da kurz rausgehen. Ich werde dann nochmal in den... Ich werde dann jetzt gleich da reinjoinern. Aber ich werde kurz eine Pause machen, denn ich muss auf die Toilette. Werde euch kurz eine Musik nochmal reinhauen und den Pausebildschirm. So, den hier nämlich. Jetzt habt ihr den Schneebildschirm schon gesehen, wie auch immer. Ich würde mich kurz muten, werde jetzt kurz ein Ding machen. Ich komme dann in 2-3 Minuten wieder. Ich muss nur schauen, was ich hier da spielen darf überhaupt, weil ich jetzt hier auf YouTube bin. Da muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Wo ist denn das? Hier. Okay. Na dann, wir sehen uns gleich wieder. Und ich bin kurz mal auf der Toilette. As you end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn all along the mountainside. High. And if we should die, so, da bin ich wieder. Wie hast du DSJ 4 gekauft? Ich habe es gekauft damals über Bankentzug. Ich habe halt quasi dann nur geschaut. Oh, in einer Minute geht's los. Nice. Wie viele Leute sind wir? 61! Sehr schön, das freut mich. Boah, da sehe ich alte Namen wieder. Alexander Kurek, auch schon ewig dabei. Moin erstmal, ich bin nicht, kann nicht bleiben, weil ich Essen fahre. Schönen Stream noch. Ah, hallo Henry und ja, der Stream bleibt eh online, also kannst du es auch nachschauen, wenn du willst, nachher. Alexander Kurek, ewig schon mit dabei, der damals noch DZ4 LPs auch gemacht, ganz am Anfang, wie das Spiel ausgekommen ist, falls euch der Name noch Schaxo LP oder so irgendwas sagt. Jussi Koskeller ist auch dabei, sogar der Entwickler des Spiels ist hier. Das freut mich. Kann man schon mal ganz grüßen, ganz nett. Hi, Jussi. So. Ja, was kennt man noch so? Kenne ich noch so viele Namen hier? Ziemlich viele wahrscheinlich. Sehr viele Finnen auch, wundert mich. Polen natürlich. Sonst irgendwie. Oh, Slowakei. Das sieht man auch nicht so häufig. Oh, Niklas de Jensen auch wieder mal dabei. Da sieht man voll viel alte, bekannte Gesichter. Unglaublich. Ja, zwei Österreicher und Lamper, okay. Ganz viele Lukas gibt's hier, ja, cool. Smolarek noch nicht. Doch, das auch hier, okay. Lukas Bester, ja, kennt man alle. We don't want Wickers. Okay. Oh Gott, jetzt geht der Chat schon ab hier drin. 91 Spiele auf einmal, okay. Ja, jetzt geht's ab. 91? Ich muss mich qualifizieren. Naja. Wirst du das jetzt viel gekauft mit Bankentzug quasi? Ganz normal, einfach überwiesen, den Entwickler vorher angeschrieben, dann gekauft.
Natürlich geht's mit Bischofshofen hier los. Das, ich weiß nicht, ob das reichen wird für eine Quali. Ne, 47. war ich da schon. Also das erste Springen muss ich schon mal aussetzen. 54. natürlich. Natürlich. Um einen Platz. Ah, dammit. Ein Platz fehlt mir da wieder. Verdammt. Ah, fängt schon mal gut an. Was? Henry, echt krass? Ja. Ja, ja. Den gab's früher auch, ja. Hast du einen DSJ4-Key? Keinen freien gerade. Aber wie gesagt, das Spiel kostet nur 11 Euro oder was. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Einfach überweisen. Einfach den Entwickler anschreiben, ein bisschen. Sonst fragt eure Eltern oder so irgendwie. Und wenn die nicht ja sagen, dann ja, kann ich auch nichts machen. Hast du eine bestimmte Musik gerne? Ja, meistens Metal. Oh, Niklas de Jensen. Krass. Gewinnt hier. Winchester nur Zweiter. Okay. Okay. 72 Punkte. Mal schauen, wie viel Minuspunkte ich bekommen habe. Minus 17 war eigentlich klar, weil ich mich nicht qualifiziert habe. Ja, so ist das halt. Okay. Schauen wir mal. Springen Nummer 2, Val di Fiemme. Das wird jetzt auch interessant natürlich. Schauen wir mal. Auch hier schwierig wieder zu qualifizieren. 99,5. Obwohl. Knapp. Alles knapp. 51! Knapp. Es geht sich nicht aus. Ein Punkt. Dammit. Das meinte ich. Heute wird es schwierig mit Punkten. Ich qualifiziere mich ja nicht mal. Apropos Matt, ich war letzte Woche in München auf dem Architects-Konzert. Nice. Was ist so deine Lieblingsschanze in DSJ4? Lillehammer, Lachti natürlich. Sapporo, Planitzer. Schwierig zu sagen, welche da meine Lieblingsschanze ist. Ganz ehrlich. 51. war ich. Geh leck vorhin. Da ist er noch. Das ist schade. Schauen wir mal. Ich war mal auf einem Metallica-Konzert. Das ist auch geil. Ich war noch nie auf einem Metal-Konzert eigentlich, tatsächlich. Aber dieses Jahr ist in meiner Heimatstadt ein größeres Metal-Konzert mit Dimmu Borgir und Schandmaul ist auch dabei, eine deutsche Band. Was ist noch dabei? Children of Bodom und sowas. Also, schauen wir mal. Ja, 2 von 24 Schanzen, bisher 0 mal für den ersten Durchgang qualifiziert, das heißt wieder Minuspunkte wahrscheinlich. Ja, yeah. Schauen wir mal, wie es uns jetzt in Zakopane geht, das ist einer meiner besseren kleinen Schanzen, normalerweise. Schauen wir mal. Wir müssen zumindest mehr als den Entwickler schaffen. Das ist wichtig. Ah, der war wieder nicht gut, aber vielleicht... Ah. 89,5 ist einfach zu wenig hier. Gut, es hat auch fast alle Springen, würde ich jetzt sagen. Ja, aber es ist trotzdem auch cool zu springen irgendwie. Ja, das war klar, dass ich hier nicht qualifiziert bin. Ja, es war irgendwo bei den 60, 70, verdammt. Ja, bisher noch keine gute Leistung von mir. Das ist natürlich enttäuschend. Das ist echt enttäuschend. Tja. Normal Hills, ja. Die kleinen Schanzen. Tja. Ja, ich bin halt nicht in Form gerade. Ich war die letzten Tage besser unterwegs. Alexander Kurek hier auch auf 17. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass der überhaupt noch spielt, tatsächlich. So. Ja gut. Na dann.
Warten. Ich habe mir DSO4 gekauft und der Registrierschlüssel ging nicht. Da stand, dass der Registrierschlüssel richtig war, aber kaufen war fehlgeschlagen. Weißt du, was ich da machen kann? Am besten den genauen Fehler an den Entwickler schicken, weil ich keine Ahnung, was du da machen könntest sonst. Mehr fällt mir nicht ein, in der Situation zu sagen, außer das halt. Sorry, kann ich nicht weiterhelfen. Probier's noch ein paar Mal, ich weiß es nicht. Neu installieren eventuell nochmal, keine Ahnung. Könnte ich dabei sein? 35. Ja, ich bin qualifiziert. Immerhin schon mal qualifiziert. Das ist ein Fortschritt. Immerhin. So, mindestens 99 Leute, mindestens 100 Leute sind ja schon online. Finde ich cool. Davon wahrscheinlich 80 Polen, sind wir uns ganz ehrlich. Steiner Hans natürlich auch online. Schauen wir mal, können wir uns für den zweiten Durchgang qualifizieren? Der sah nicht schlecht aus. Aber ich glaube, der war ein klein wenig zu kurz. Noten sind okay. Nee, ich bin 19. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Und draußen. Schade. 35. Immerhin. Meine Sprünge sind halt heute nicht on point, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Leider. Oh, Kurek hat sich qualifiziert durch einen Fall auf 96,5. Bitte. Schade. Du könntest in der Pause Team Cup zocken. Ja, aber da habe ich nicht so die Motivation dafür, leider. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, mein Team... Ja, Team Cup ist nicht ganz meins, glaube ich. Ich bin da zu unkonstant für einen guten Team Cup, würde ich sagen. Ja, was haben wir wieder? Minuspunkte bekommen, aber diesmal Pluspunkte. Boah, ich bin schon 50 Punkte down. Krass. Ja, hier geht's eventuell schnell, weil hier sind viele Leute. Park City 100. Schauen wir mal. Ne. Keine Chance hier. Aber vielleicht reicht's, weil die Leute nicht gut genug sind. 48. Ne, ich bin nicht qualifiziert. Doch. Gerade noch so. Wir haben noch eine Chance bekommen. Nice. Puh. Gut. Bin erstmal weg. Ciao. Bis nächstes Mal, bis später oder bis du das in der Aufzeichnung anschaust, Gaming Freak. So. Ich bin zumindest im ersten Durchgang mal mit dabei. Immerhin. Ob wenn wir hier Punkte machen, wäre schon eine kleine Sensation. Nee, der war viel zu früh. Da bin ich draußen. Ach, sowas von. Ja. Das war klar. Dass ich da weg bin. Das war klar. Wir hätten gebraucht 95,5. Es wäre drin gewesen. Es wäre tatsächlich drin gewesen. Naja. Hilft nichts. Weil weniger Leute heißt weniger Competition. Das heißt, man kann sich ein bisschen einen schlechteren Sprung eventuell erlauben. Aber ja, keine Punkte wieder hier. Keine Punkte. Morgen wird eher mein Tag sein. Großschanzen. Morgen wird eher mein Tag, aber heute... Es ist so sinnlos für mich eigentlich hier teilzunehmen, weil ich da wirklich nicht unter die Top 50 gehöre eigentlich. Vor allem die Ratings hier und dann mein Rating irgendwo da unten noch. Wie viel habe ich denn jetzt Minus bekommen? Finde ich mich gar nicht. Ah, jetzt habe ich Plus bekommen oder gar nichts. Irgend sowas. Wie auch immer. Wie gut kannst du die Flugschanze in Oberstdorf? Eigentlich schlecht, aber mittlerweile ganz gut. So, Lillehammer, das ist auch wieder eine Chance für mich. War wieder ein bisschen zu früh. Und unter 95 ist gleich ausgeschieden. Ja. Ich weiß nicht, was los ist gerade.
Okay, man hätte sogar 96 Meter gebraucht zum Qualifizieren. Verdammt. Irgendwie läuft es gerade gar nicht. Aber sowas von gar nicht. Verdammt. Die guten Sprünge kommen noch, ja, hoffentlich. Hoffentlich. 99,99 ist wer gesprungen? Ne. Oder es wäre gestürzt bei 99,99. Kann natürlich auch sein. Egal. Ja. So ist es halt, ne? Manchmal geht's, manchmal nicht. Es ist halt immer wieder der Wahnsinn, wie man sieht, dass die besten Leute jeden Sprung perfekt erwischen. Das geht mir nicht ein. Während der Aufnahme geht es natürlich auch nicht, da ich gleich mal gefühlt nicht ganz so flüssig, wie wenn ich nicht aufnehmen würde. Es kann natürlich sein, muss natürlich nicht sein, dass es so ist. Aber mir kommt es halt so vor manchmal, tatsächlich. So, Wilfried Lampl, nicht schlecht. Ein Österreicher hier zumindest dabei. Immerhin einer, der sich hier qualifizieren kann für den zweiten Durchgang. Auf Rang 10 sogar, nicht schlecht. Zweitbester Nicht-Pole. Tja, so ist es. Und jetzt kann ich halt immer nur zwischendurch warten und das ist natürlich auch schlecht für in den Flow reinkommen. Denn, naja, Bartek Winterschöck, der war so klar, dass er wieder führt und der ist schon auf 1200 wieder oben. Wer ist dein Lieblingsskispringer von Österreich? Stefan Kraft im Moment natürlich und sonst generell Noriaki Kasai. So. Bischofshofen, der Absprung war gut. Ich würde sagen, ich bin dabei. Ich würde jetzt sagen, ich bin dabei. Ich bin schon qualifiziert. Perfekt. Okay, nochmal einen so ein. Dann passt das. Dann passt das. Der war gut. Wieder die Chance auf Punkte. Hier in Bischofshofen. Auf der schwierigsten Schanze wahrscheinlich. Oh. 73 Noten sind nicht ganz perfekt. Oh. 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 Sehr schön. Ich bin dabei. Punkte. Nice. Schauen wir mal, was wir jetzt nochmal machen können. Es ist jetzt unerwartet. Zweiter Durchgang. Ja, ein bisschen schlechtere Noten. Trotzdem. Platz 5. Wahnsinn. 0,3 Punkte das Podium verpasst. Okay, es kommen noch ein paar. Alles klar. Ja, ich hätte mir schon gedacht, hier gerade. Siebter. Okay. Cool. Siebter. Nice. Wir haben angeschrieben. 45 Punkte dazu bekommen und direkt auf Rang 36 hoch. Zweitbeste Österreicher natürlich noch immer. Sind wir knapp dahinter. Aber wir sind in die Top 10 gekommen. Nicht schlecht, würde ich sagen. Unerwartet. Philipp Scherer, noch ein Österreicher. Sehr schön. Ich begrüße es immer, wenn viele Österreicher online kommen. So, Villach. Bin ich dabei. Bin ich dabei. 25. Ja, passt. So, schön langsam wird es ja tatsächlich. Da haben die Leute nicht ganz Unrecht gehabt hier. Da haben sie echt nicht ganz Unrecht gehabt. So. Schauen wir mal. Der war nicht ganz zufriedenstellend. Nee. Schade. Bin ich trotzdem noch weiter vorne als gedacht. Schade. 95 hätten gereicht. Oder sagen wir 96. Regards from life. Ah, hallo. Thank you, Kasper. So, jetzt muss ich das nirgendwo schreiben. Thanks, Kasper. Ich hoffe, ich habe den Namen. Das war nicht sein Name, oder? Sorry. Thanks,
Thank you very much. Da ist die Kamera. hello, Kasper Zielinski, hello. How are you doing? Doing well so far? So. Okay. Alles klar, cool. Cool, dass es manche wissen, wenigstens. Ein Portugiese? Okay, cool. Viel Lach nochmal. Diesmal mit Aufwind, schauen wir mal. Ah, der war wieder schlecht. Ah, das war eine Chance, eine gute. Damn. Tja, ist man kaum einmal im zweiten Durchgang auf den Top 10, ist man schon wieder draußen, ne? Also es ist immer Hop oder Drop für mich. Und ich, ja, das hagelt Minuspunkte. Das hagelt Minuspunkte. Oh, shit. Naja. Tja. Eher doof bisher. Wir haben Punkte gemacht. Mehr als erwartet. Ich war einmal Siebter und das war's. Ich verstehe es nicht. Ich bin so unkonstant im Spiel. Wie kann man so unkonstant sein? Einmal Siebter und dann nirgends. Tja, so ist es halt. DZ4, meine Damen und Herren. Was sage ich schon Damen? Gibt ja hier keine. Ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich habe sehr viel Spaß mit mir selber gerade, ja. Und den 15 Zuschauern tatsächlich. Cool. Wenn meine Anzeige hier nicht lügt, natürlich. Kann auch sein. Oder es könnten auch die Gesamtanzahl sein, die heute zugeschaltet hat, bisher. Ich glaube nicht, dass im Moment 15 Leute gleichzeitig zuschauen. Das wäre ja sowas von krass. Das wäre mein Livestream-Rekord übrigens. Cool. Komm, ein Podium schaffst du, ich glaube an dich. Heute vielleicht nicht. Heute vielleicht nicht. Aber ich würde mir eher da die Chance in den nächsten Tagen zuschreiben. Heute sind die kleinen Chancen, die normalen Chancen, da bin ich nicht so gut. Da ich mir generell nicht viel erwartet. Eine Qualifikation könnte hier aber im Park City wieder rausschauen. 97,5, gute Noten. Ja, Siebter, da sind wir schon dabei. Da sind wir dabei. Qualifikation ist da. Immerhin. Mehr wollte ich nicht. Hier zumindest erstmal. Ich glaube, ich habe aber schon wieder meinen besten Sprung hier verschossen, gleich direkt am Anfang. Ja, das ist halt alle so eine Sache. So. 13 Zuschauer. Ja, dann lügt es tatsächlich nicht, meine Anzeige. Cool. Der war schlechter und das ist mein Ausscheiden normalerweise. Schade. 93 Meter ist zu wenig, definitiv, ja. Wieder um den... Ja, 2 Meter, okay. Na doch, mehr. Okay, 96. Ja, bei den 100er Chancen muss man fast sagen, man braucht eigentlich immer 96. Mindestens. Tja. Mein Spiel minimiert, immerhin jetzt. Ich weiß nicht, warum das manchmal macht. Windows 10 minimiert einfach manchmal ohne irgendeinen Grund. Und ich weiß nicht, warum. Only small hills, yeah. Okay. Immerhin eine Qualifikation. Punkte haben wir einen 7. Platz. Also eigentlich habe ich meinen Punktespiegel schon erreicht für die Normalschanzen. Ich habe 2 Punkte dazu bekommen. Ich habe 36 Punkte. Ich wollte eigentlich über 100. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir das noch. Ist ja noch lange nicht vorbei. Schauen wir mal. Okay. Rückenwind. Absprung. Schaut vernünftig aus. Ist über die 90er Marke hier. Super Noten. Und wir sind dabei. Sehr gut. Wenn ich schon nicht über die Weite richten kann, muss ich es über die Noten richten. Gut. Und der Chat ist arg verzögert hier online gerade. Dammit. Der muss ja gerade über 100 Leute fast aushalten. Alles klar, dass es ein bisschen verzögert ist. So.
Weiter geht's. Quali für den zweiten Durchgang. Schauen wir mal. Der war schlechter als der erste. 89 ist zu kurz, sind wir uns ehrlich. Ja. Wahnsinn, dass da nur ein Meter entscheidet über Quali und nicht Qualifikation. Crazy. Und da war ich auch noch der Schlechteste. Es ist manchmal echt bitter, das Springen. Das verzeiht halt nichts. Es verzeiht halt null. Muss man halt ganz ehrlich sagen. Es verzeiht keinen Fehler. Bei den kleinen Schanzen. Beziehungsweise halt bei den normalen Schanzen. Oh, Steiner Hansen ist mal wieder da vorne. Der hat auch bisher Pech gehabt. Hat auch über 100 Punkte bisher schon verloren. Aber jetzt ist er mal dabei. Schau, er macht meinen 7. Platz gerade nach. Ich habe doch vorher darüber geredet. Der qualifiziert sich immer ähnlich wie ich. Ist er jetzt da bei mir? Ne, der hat ein paar mehr Punkte. Okay, aber immerhin, er hat meinen 7. Platz schon mal nachgemacht. Der wird aber ein paar Mal, dreimal wahrscheinlich 7. gewesen sein, ungefähr von den Punkten her jetzt. Park City. Nummer 3, glaube ich, ist es jetzt von Park City. Oder schon 4. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Jetzt haben wir es eh geübt. Jetzt müsste doch was gehen. Ne, da bin ich wieder nicht dabei. Ich hasse Park City. Ich hasse diese fucking Schanze. Ich bringe da nie wirklich was zusammen. Ja, Meter geht uns hier wieder ab. Und 2 Punkte. Ja, Meter. Schade. Es will einfach nicht sein hier. Es will hier einfach nicht sein. Tja. Naja. Wer traut mir noch ein Punkteergebnis heute zu? Außer ich mir selbst vielleicht noch. Eventuell. Schauen wir mal. Manchmal diese verdammten Normalschanzen, ne? Diese verdammten kleinen Schanzen. Steiner Hansen führt, der mit. Hat er jetzt gerade wieder einen richtigen runterlassen. Jetzt kommt er zumindest schon langsam in den Schwung. Ich noch nicht. Stream online bin ich noch, ja. Ich finde cool, dass YouTube sagt, ich bin seit 59 Minuten 53 online und mein Aufnahmeprogramm sagt mir, ich bin seit einer Stunde und 11 Minuten, sprich 15 Sekunden länger online. Oh, Verzögerung. Duh. Ja, dazu sage ich mal nichts. Aber Steiner ist noch zurückgefallen, habe ich gerade gesehen. Nicht mal in den Top 20 gewesen, glaube ich. Schade. Hätte ich ihm echt gegönnt, ein Podium. Weil ich finde, Podium alleine sind schon sehr besonders. Hier bei der Competition. Ja, Jussi ist noch immer dabei und der klettert auch die Wertung runter. So, Valdi Fieme, das ist zumindest schon mal besser. Ah, der Absprung ist wieder schlecht. 100 Meter. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Tja. Ich bin auf Flugschatten mega gut. Also Oberstag planet sie immer über Hillsize. Planet sie, mein Rekord war 239 Meter. Dammit. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich normal. Also Großschanzen, Flugschanzen und dann die Normalschanzen. Also da bin ich echt schlecht. In Harachov und beide Park City Schanzen sind meine schlechtesten. Muss ich sagen. Da komme ich meistens nie zurecht. Harachov ist einfach extrem. Ne. Ich habe dort bis heute nicht rausgefunden, wie ich da richtig springe. Und bei Park City tue ich mir schwer vom Visuellen, dass ich den Absprung richtig sehe. Sonst wäre das nicht so ein Problem. Tatsächlich. Planitzer. Ja, 239. Mein Rekord ist da 2,7 und. Ne, bin ich da auch schon auf 2,39? Ich glaube, ich bin auf 2,38 oder so. Glaube ich. Müsste ich nachgucken nachher. Müsste ich tatsächlich nachgucken. Mein Stream lädt da jetzt gerade. Links sehe ich gerade. Ich hoffe, der steckt nicht. Das wäre nämlich doof. Wenn der bei euch stecken sollte, einfach aktualisieren. Okay. Minus 22.
Ich bin unter 1200 wieder. Tja, müssen wir die nächsten Tage wieder hochhämmern, ne? So wie es ausschaut. Lillehammer, HS100. Jetzt muss doch mal was gehen hier. Komm schon. Da brauche ich gar nicht nachschauen. Da brauche ich echt nicht nachschauen. Naja. Was ist deine Lieblingsschanze, Marek? Marek, das ist Planitzer Oberst. Ah, Oberst, das ist schon. Lillehammer und Lachti eigentlich sind so meine Top 3. Würde ich mal sagen. Bad Mitterndorf ist auch cool, aber verdammt schwer zu landen. Eigentlich ist das meine Lieblingsschanze, wenn man es ganz ehrlich ist, aber da ich seitdem ich die 220er Marke auf Bad Mitterndorf geknackt habe und gestanden habe, springe ich die kaum mehr. Also ist es im Moment eigentlich Lillehammer, Lachti und Planitzer. Ja. Genau. Ich hasse es, aus dem Rhythmus springen. Das habe ich echt. Ich muss echt wieder mehr Turnierspringen üben hier. Und jetzt haben wir die nächsten Tage Zeit. Wir haben immerhin 36 Punkte. Immerhin. Das ist eigentlich eh schon zweistellig. Für Normalschatz ist es gut. 100 wäre Traum gewesen. Aber ich habe letztes Jahr zwei Bewerben, wo nicht Normalschanzen. Ne, letztes Jahr war ich gar nicht dabei. Vor zwei Jahren habe ich 236 Punkte aus 36 Springen geholt. Aber es war keine. Ne, sogar mehr. Weil ich glaube, ich habe. Und ich habe aber auch mal gewonnen. Also hatte ich 136 plus 100. Also. Und es waren aber über 36 Bewerbe. Also so 48 wahrscheinlich eher. Ein bisschen über die Hälfte haben wir jetzt durch hier. Mal die Fähre nochmal. Ich hoffe, ich komme ein bisschen weg wieder von hier. Jussi hat tatsächlich das Spiel verlassen. Wahrscheinlich nicht mehr Zeit gehabt. Was mache ich? Was mache ich? Samuel Kogler, hallo, hallo. Bin safe dabei, da glaube ich, kann ich gewinnen als ein Springer, Nikos. Ja, wieso springst du nicht mit? Kannst du eh nebenher beides schauen? Einmal am Handy vielleicht und einmal am Bildschirm oder so irgendwie, keine Ahnung. Ist ja offen für alles die offen für alle die Competition. Außer du hast kein DZ4 online, das ist dann natürlich ein Problem. So. Schade, was kommen die Großchancen? Ich schätze mal, wann kommen die Großchancen? Die Großchancen sind morgen dran. Glaube ich. Ja, morgen sind die Großchancen dran, dann sind alle Chancen mal dran. Am Mittwoch. Dann Donnerstag ist frei. Freitag ist die Flugschanzen. Samstag ist, glaube ich, jede Schanze zweimal. Und Sonntag ist jede Schanze im Spiel dreimal. Glaube ich. Schade, was kommen die Großschanzen? Ich spiele gerade DZ4. Ja, cool. Nice. Ich bin mal weg. Bis Freitag dann. Ja, tschüss, Patrick. Bildschirm ist Schrott, hole gerade einen neuen. Alles klar. Nice. Finde ich gut. So, wohin sind wir? Auf 53. Puh. Ja. Schwierig, was wir heute veranstalten. Echt schwierig. Aber ich hoffe, morgen kommen dann noch welche Leute, wenn ich hier heute schon Schrott zusammenspiele. Pack City Nummer 4, immerhin das letzte Mal. Der wäre gut gewesen, hätte ich nicht den zweiten Wackler gehabt. 95,5 reicht wieder nicht, ne? Brauche ich eigentlich gar nicht schauen. Ne, schade. 58, natürlich. Natürlich. 1,5 Punkte diesmal. Normal sind es 2. Das fasst unser heutiger Spring ziemlich gut zusammen. Platz 58. Das fasst es echt gut zusammen bisher. Es ist echt schrecklich bisher leider.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bekomme auch keinen Flow rein, da ich halt nicht mich regelmäßig qualifiziere. Und wenn ich dann performen muss, schaffe ich es nicht. Tja, so ist es halt. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr auf den Gesamtzwischenstand geschaut. Wird interessant wieder zu sehen, wer da hier im Moment ganz vorne ist. So. Ich bin gerade auf Großschanzen. Nice. Okay. Ja, da bin ich auch besser. Aber wie gesagt, ich habe heute keine Wahl, wenn ich die ganze Woche halbwegs durchziehen möchte. Wahrscheinlich kann ich jeden Tag außer halt Mittwoch. Dann. Ja, muss ich hier halt springen, ne? Wenn man so ein bisschen durchziehen will. Immerhin haben wir 36 Punkte mitgenommen. Es kommt. Ich möchte einfach meine Bestleistung schlagen. Das heißt, ich brauche noch 200 Punkte in 5 Tagen. Quasi. Ich hätte halt mehr erwartet, dass ich mich öfter. Wie alt bin ich? 24. Ich hätte mir halt erwartet, dass ich mich öfters qualifiziere, dafür für niedrigere Positionen. Jetzt habe ich wieder mal einen Sprung erwischt, bin instant 10. in der Quali. Also, man sieht, ich kann es, aber ich muss ihn erwischen. Ja. Schauen wir mal. Jawohl, ich konnte den guten Absprung wiederholen. 98 Meter, ich sollte dabei sein. Wird knapp aber. 25. 28, 29, 30. Es ist doch ein Witz. Es ist ein Witz. Es ist echt ein Witz. 31. Ich freue mich schon über den Sprung. Ja, muss sicher qualifiziert sein. Was ist? 31. Yay. Cool. Cool. Schade, ja. Du sagst es. Es wäre echt eine gute Chance gewesen, wieder ein paar Pünktchen zu machen. Immerhin wäre ich einen Ranking-Boost bekommen, schätze ich mal jetzt. Aber das wird mir auch nicht viel helfen, weil ich mich... Ja, plus 25 im Ranking zumindest. Immerhin. Aber ich habe schon 150 Punkte im Ranking verloren, also... Hey. So... Kostet Spiel was? Ja, 11,99 € plus ein bisschen an Steuern drauf, glaube ich. Oh, ich komme schief raus hier, aber trotzdem war der gut. Halbwegs gut, zumindest. 93 sehe ich hier ein paar Mal. Das reicht doch wieder nicht, ne? Bin Lachti gerade 140 gesprungen? Junge. Springst du das im Training oder im Bewerb? Das würde mich mal interessieren. Die können gar nicht. Multikiller 309, ja, das Spiel kostet was, ja. Genau, das habe ich schon vorhin gesagt. Ich glaube 11,99 € plus ein bisschen was an Steuern. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist, weil in Finnland wird die Preise quasi ohne Steuern gegeben. Ich glaube, du zahlst dann irgendwas mit 14,30 € oder so. So ist in der Richtung. Training. Ja gut, im Training. Ja gut. Ich dachte halt bei im Bewerb, bei dass man halt einen Schanzrekord stehen hat neben seinem Namen. Okay, dachte schon, what the fuck, weil 140, das ist ja Weltrekord, fast verdächtig. Musste mal von Gate 3 oder so probieren. Da sind nämlich die Rekordverhältnisse quasi. Sonst... Okay. So. Kann man das auf dem Handy auch spielen? Nö, gibt's nicht. Das ist schon 5 Jahre alt, das Spiel, oder 6 Jahre. Das haltet quasi nur die Community irgendwie zusammen. Ja, Bischofshofen hatten wir ja auch schon lange nicht mehr.
Ja, es geht auf die Schluss. Die Demo nichts. Ne, die Demo kostet nichts. Ich glaube, da ist Lillehammer und Lachti dabei. Die Demo kann man gratis runterladen, ja. Ja, war gut. Können wir nochmal in Bischofshofen punkten? Das wäre cool. Qualifikation ist schon dabei. Das Q, sehr schön. Quali ist schon mal da. Die Demo kostet nichts. Genau, das habe ich schon gesagt. Okidoki, wir warten wieder. Heute ist Wartesimulator. Das wird aber morgen oder die nächsten Tage noch schlanger. Wie lange geht der Livestream? Bis ich hier fertig bin. Ich müsste eigentlich bald fertig sein mit dem Turnier hier heute. Aber es geht dann morgen weiter. Das war sehr gut. Aber noch gerade so. Aber geht sich wieder nicht aus, weil ich die schlechteren. 29. 31. Weil ich schlechte Noten hatte. Einunddreißigster. Schon wieder 31. Das gibt's ja nicht. Ich hasse es. War das der letzte Bewerb? Ich weiß es nicht. Die gönnen gar nicht. Ja, das stimmt. Ich habe Herbstferien. Nice. Herbstferien, die sind ziemlich neu, ne? Glaube ich. Gibt es noch nicht so lange. Okay, 19 von 24. Also in Österreich gibt es erst seit heuer Herbstferien, das weiß ich. Oder halt oder erst nächstes Jahr werden die erst eingeführt. Gibt es ein Video, wie man sich die Demo runterladen kann? Einfach in der Beschreibung von irgendeinem DZ4-Video kannst du vorbeigehen und dort ist dann rechts oben auf der Webseite die Demo zum Downloaden einfach. Bischofshofen nochmal hier, okay. Hab die Weite, aber bin nur hier, okay. Ich habe die gleiche Weite wie der 12. und bin 32. Cool. Ah, der war. Es wird leider zu wenig sein. 36. Mir fehlen die 2-3 Meter heute. Mir fehlen die 2-3 Meter heute. Leider. Verdammt. Tja. Wann kommt DZ5 raus? Gar nicht. Das Spiel wird nicht weiterentwickelt. Weil der Entwickler ist mittlerweile in einem anderen Studio und hat seins geschlossen. Wird also nie kommen. Es ist seit 3 Jahren ist das Spiel eigentlich tot, aber es einmal im Jahr kommen dann doch irgendwie 200-300 Leute zusammen zu einem Turnier. Also, ja. Es spielen noch ein paar Leute online, geht noch immer gut, wird noch immer fleißig gekauft, aber das Spiel wird nicht mehr weiterentwickelt. Wird es auf jeden Fall nicht. So. Okay. Na dann. Zakopane. Rückenwind. Schauen wir mal. Unter 90 ist hier kritisch. Bei allen Bedingungen. Unter 90 ist ja eigentlich ein No-Go. Ja. Merkt man. Merkt man. Es soll heute nicht sein. Es sind immer ein, zwei Punkte. Es soll heute einfach nicht sein. Nee, du gehst. Warte, ich schicke dir den Link. Ich schicke dir den Link in die Beschreibung. Wenn es mich nicht selber blockt, das wäre nämlich Medi. Ah, oh, Mond. Was schreibst du morgen? Gleiche Zeit. So, www.mediamond.fi, das gibst du ein. Und
dann sollte das die Demo rechts oben auf der Webseite sein, DSJ4 Version 1.7.3 oder so irgendwas. Ja. So schaut's aus. Nach 20 von 24 Schanzen. Hier. 21 von 24 mittlerweile. Bartek Wintercheck funktioniert. Natürlich. Marisch Sorbon. Silvestruck habe ich eigentlich richtig predicted, wer da vorne ist. Finde ich gut. Immerhin habe ich predicted, wer hier gewinnen wird. Immerhin das richtig. Wenn ich schon nicht springen kann heute. So, Lillehammer. Der scheint besser zu sein. Kann ich mich qualifizieren? Nein, würde ich nicht sagen jetzt. War schon wieder meines Geschmackes zu kurz. 38. Okay, ich bin dabei. Aber ich kann da noch ein Schäufelchen drauflegen. Hoffentlich. Muss ich, weil sonst qualifiziere mich nicht. Ist jetzt ein bisschen... Finde ich gut, dass ich mich qualifiziert habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Weiter geht's. Erster Durchgang. Ja, der ist hoch und schön. Da bin ich. Gute Noten, da bin ich dabei. Da sehe ich mich auf Rang 3. Nice. Geht doch. Geht doch. Okay, zwischenzeitlich auf Rang 3. Dann kommen wir die ganzen Polen, die 100 Meter hier springen. Wahnsinn. Das ist krass. Die müssten echt langsame PCs haben, weil die immer so lange brauchen. Ha? So. Weiter geht's. Nein, ich komme wieder schief raus. Warum? Immerhin ein Punkt. Okay, ein paar mehr Punkte. 22. 24. Mache ich Punkte? Ja, ich mache Punkte. Aber auch nur knapp. Auch nur knapp. 29. Immerhin zwei Punkte. Schade. Schade. Echt schade. Echt schade. Immerhin habe ich zwei Punkte ineinander gut hinbekommen. 60. bin ich, 38 Punkte. Immerhin zweimal gepunktet heute. Okay. Okay. War die Firma 106? Schauen wir mal. Einmal noch hoffentlich ein bisschen besser. Hier. Ja, geht doch. Meine Leistung war hier nämlich sehr enttäuschend und das zählt eigentlich zu meinem besseren von den kleinen Schanzen. Ja, da bin ich dabei. Sehr schön. Finde ich gut. Geht doch. Gut, weiter geht's. Erster Durchgang. Besser, aber nicht perfekt. Nicht so gut. Ah, besser sage ich noch. Wenigstens 20er. Es wird knapp. Es wird ganz, ganz knapp. 25, 27, es wird wieder 31. oder? Nee, es wird 34. Ja, aber man muss sagen, ich war auch 1,5 Meter zu kurz dafür. Ich hätte es eh nicht verdient gehabt mit 100 Meter. Sind wir uns ehrlich. Schade. Schade, 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 schade. Mit 100 Meter wäre ich gestürzt dabei gewesen. Das sagt ihr schon alles. You see Rage Quit, lol. Ja. Okay. Ja. Einmal geht's noch. Einmal geht's noch hier. Einmal noch Villach. Ich spiele jetzt die Demo. Nice. Mit beide Maustasten abspringen, nicht vergessen, weil das habe ich lange gebraucht, um zu verstehen. Und natürlich zum guter Letzt nochmal ein Sprung, der das den gesamten Tag zusammenfasst.
Nochmal wahrscheinlich minus 50 Punkte am Ende. Ja. Das war jetzt zwar nicht so gut. Das war echt nicht so gut. Tja, ich würde sagen, morgen. Morgen könnte ein besserer Tag werden als 38 Punkte. 198 bis zu meinem Punkterekord noch. Also, hey ho. Morgen sehe ich mich ein bisschen mehr raus als heute. Definitiv. Da sehe ich mich morgen. Zumindestens hoffe ich da, dass ich dann nur die Top 50 bin. Oder Top 40. Das ist mein Ziel. Auf jeden Fall in der Gesamtwertung dann Top 40 zu sein. Mindestens. Wenn ich Top 30 sogar, das wäre nämlich noch besser. Ja. Schauen wir nochmal die ganzen letzten Dinge an hier. Ja, ciao. Falls du schon gehst, ich werde jetzt noch ein bisschen warten hier und dann werde ich es schon langsam ausklingen lassen. Mal schauen, wer das letzte hier noch gewinnt. Die Stats werde ich natürlich dann auch exportieren. Ja, gar nicht so die hohen Nummern hier. Ja, gut. Oder sind schon so viele raus, das kann natürlich auch sein. Ja, definitiv. Boah, wir haben mit über 100 Leuten gestartet, sind jetzt bei 58. Ich hätte mich fast qualifiziert wahrscheinlich fürs letzte Spiel. Wenn noch ein Springen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich qualifiziert für den ersten Durchgang. Ah, naja, so ist es halt, ne? So ist es halt. Ciao, Top 30. Wo muss ich da klicken, wenn ich auf der Webseite bin? Rechts oben bei Mediamond FI ist quasi im Eck das Download-Symbol für DSJ4 Version 1.7.3. So, ich kann ja jetzt quasi eh rausgehen. Und dann rufe ich mal die Webseite noch für dich auf, sonst, wenn du es nicht findest. Ja, schlimm. Ich bin gerade noch so 60. geworden. Bin aber rausgefallen aus den 1200er Punkten. Herber Rückschlag. Ja, Rang 60. Immerhin. Naja, so, gehen wir raus. Okay, natürlich geht jetzt nicht alles in den Weltcup rein. Ich nicht. Denn ich würde mal sagen, ich lasse es jetzt mit dem Stream. Ich würde mal sagen, ich gehe noch schnell auf die. Kann ich noch? Ne, ich habe da. Ach, verdammt, ich habe da noch kein Setup für, dass ich auf die Webseite gehen kann. Wie gesagt, ich muss da alles wieder. Ich schaue immer da auf den Bildschirm, obwohl da meine Webcam ist. Muss ich wieder schauen, ob. Also richtig einrichten, weil ich habe das, seitdem ich einen neuen PC habe, noch gar nicht irgendwie einen Browser oder beziehungsweise eine Bildschirmaufnahme eingerichtet, die halbwegs vernünftig aussieht. Da werde ich noch ein bisschen dran basteln. Ja, vielleicht habe ich es dann morgen schon. Und ja, es ist 8:45. Sollte bald pennen gehen, wenn ich morgen wieder arbeiten will. Morgen sehen wir uns wieder um 19.30 Uhr. Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Bis morgen. Und springt schon brav weiter.